Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sons of the Forest. Freut mich sehr, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Ich habe hier ein wenig rumexperimentiert im Erdgeschoss mit unseren Stützpfeilern. Und wie ihr hier vorne seht, ist es irgendwie doch möglich, noch größere Distanzen zu überbrücken. Ich sage irgendwie, weil ich noch nicht rausgefunden habe, woran das Spiel das festmacht, dass wir so bauen können. Denn ich habe jetzt hier alle Reihen gleich abgestützt und trotzdem können wir hier an einigen Stellen die Stützpfeiler nicht rausnehmen, obwohl das alles gleich gebaut ist. Hier vorne konnte ich sie überall komplett rausnehmen. Und hier hinten an den Reihen auch. Und hier zwischen an den paar Stellen geht es eben nicht. Trotzdem finde ich, dass wir so schon mal einen super schönen offenen Raum hier unten haben. Und im ersten Stock werden wir nochmal frisch ausprobieren, wie das geht und woran das liegt. Weil hier zum Beispiel die Reihe ist an beiden Seiten komplett abgestützt und alle Pfeiler sind raus. Dasselbe gilt hier für die Reihe. So, hier neben, für die Reihe, da sind auch, ist auch alles abgestützt. Trotzdem lässt sich der Pfeiler nicht rausnehmen. Und hier haben wir noch eine Reihe. Die ist nicht mal komplett abgestützt an beiden Seiten. Hier fehlt noch der Balken. Und trotzdem könnten wir hier jetzt auch wieder alle Stützpfeiler rausnehmen. Deswegen, es gibt irgendwie keine feste Bauregel bis jetzt, würde ich sagen, woran man entscheiden kann. Wir bauen so und dann können wir alle Stützpfeiler rausnehmen. Denn wir haben jetzt hier drei verschiedene Ergebnisse irgendwie, ne? Pfeiler rausnehmen können voll abgestützt. Pfeiler rausnehmen können nicht mal voll abgestützt. Und Pfeiler nicht rausnehmen können, obwohl voll abgestützt. So, jetzt haben wir es. Keine Ahnung. Ich finde es aber trotzdem schon mal sehr gut, ihr Lieben, so mit unserem offenen Bereich hier unten. Oh, was ich. Oh, jetzt fällt mir gerade was ein. Was könnte natürlich auch sein? Oh. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass hier vorne, dass wir hier vorne so viel Pfeiler rausnehmen können, weil hier noch kein Boden drin liegt. Ei, kann das vielleicht sein? Und wir haben das hier nicht gleichmäßig verlegt, sehe ich gerade. Können wir das noch ändern? Hier ja. Das soll ja schon gleichmäßig hier oben liegen, der Boden. Müssen wir hier, glaube ich, nochmal ein. Ach, das geht nicht wegen der Treppe, ne? Das geht nicht wegen der. Doch, hier geht's. Aber. Achso, hier drüben brauchen wir ja auch keine. Moment, dann können wir die doch auch. Kann ich dich nicht. Doch. Halt, nee, war ja richtig. Wir wollen ja so rum. Halt, so ist ja richtig. So. Oh, nicht, dass es daran liegt, Leute, dass das Spiel noch das Gewicht vielleicht mit reinberechnen, dass sobald wir hier oben Boden verlegen, dass er uns das nicht mehr verlegen lässt. Oder dass wir dann doch Stützpfeiler wieder aufstellen müssen. Das probieren wir gleich mal aus. Wir müssen sowieso aber erstmal Baumaterial holen. Das heißt, wir gehen gleich mit Kelvin nach oben. Also erstmal legen wir uns schlafen, dann gehen wir mit Kelvin nach oben. Und halt, das ist schon wieder falsch rum. Und ziehen uns eine Seilrutsche hier runter. Da ist schon der Pfeiler vorbereitet. Das soll unser Seilrutschen für hier werden. Und dann gehen wir da hoch, lassen Kelvin ordentlich Bäume abräumen und stellen uns zur Sicherheit oben auch einen eigenen kleinen Halter auf für die Seilrutsche. Wenn wir die an irgendeinem Baum festmachen, sehe ich schon, dass Kelvin diesen Baum dann als einen der ersten fällen wird. Deswegen bauen wir uns oben auch noch ein kleines Gestell auf für unsere Seilrutsche dann. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt kommen wir doch schon ein bisschen in den Bereich. Also ich denke mal, hoffe mal, dass uns das Spiel hier keine Sachen verlegen lässt, wenn wir es dann zum Einsturz bringen, dass es dann rot angezeigt werden wird. Noch können wir hier also verlegen. Alles klar. Dann liegt es hoffentlich daran nicht. Sehr schön. Passt. Und hier müssen wir dann gleich nochmal neu. Ich wollte jetzt nur einmal ein bisschen ausprobieren hier, ob das damit was zu tun haben könnte. Sieht aber nicht so aus. Okay, stockfinster, man sieht ja gar nichts mehr. Legen wir uns sofort mal hin. Jep. Einmal schlafen. Oh, durstig, hungrig, erstmal gleich wieder. So, die müssen dann später hier natürlich noch weg. Jetzt haben wir kein bisschen getrocknetes Fleisch, ne? Hier auch nur noch welche zum Aufhängen. Na gut. Trinken wir zumindest erstmal einen Schluck. Prost. Sehr schön. Und haben wir denn. Guck mal, machen wir hier noch. Vielleicht haben wir da ja nochmal irgendwie einen kleinen Snack drin. Naja, ganz klein hier. Aber nicht wirklich, was uns satt macht. Na gut. Noch eine. Zeig her. Naja, immerhin so ein kleiner Energy Regal. Regal, den essen wir mal kurz. Das war daneben gegriffen. Aber ein bisschen Energiemix schadet auch nicht. Wobei, ich glaube, die bringen kaum was, ne? Was so. Ja, ist ja gar nichts. Tropfen auf den heißen Stein. Lass mal gucken. Wir haben doch hier noch ein leckeres Regal gefüllt. Nehmen wir einfach so eine Ration hier. Wir werden übrigens auch immer schön jetzt, wenn wir losziehen,
so gut wie geht, wie es geht, unsere Taschen dann leer machen, dass wir hier nach und nach immer mehr Vorräte anlegen. Ich weiß auch gar nicht, ob hier überhaupt noch was ins Regal geht in Teilen. Wir müssen, das muss eh noch durchsortiert werden. Das ist jetzt erstmal nur grob, dass wir überhaupt erstmal wieder was haben. Und ob der Tisch hier so bleibt, weiß ich nicht. Unser Kopfregal, ich finde das sogar gar nicht so schlecht, muss ich mal sagen, wie die da so hängen. Aber mal gucken, was wir da noch machen. So, komm, ist noch eins. Wir haben davor noch ein paar mehr im Regal. Nimmst noch eins vom größeren Stapel. Dann sind wir gut gerüstet für den Tag. Kelvin, bist du bereit? Heute wird wieder ein bisschen gemütlich gewerkelt noch. Oh, was hast du uns gebracht? Ist da durch den Boden geglitscht? War das ein Steinchen? Warte, ich will kurz gucken, was du mitgebracht hast. Ja, es ist ganz verschwunden. Okay. Ach, wie ihr seht, unsere Feuerstelle habe ich auch mal weggemacht hier hinten. Wir werden das dann nochmal anders machen. Und da wir auch im zweiten Stock ein Lagerfeuer aufstellen werden, machen wir hier unten das auch einfach auf dem Boden, weil das funktioniert. Ich glaube, ich war sowieso der einzige The Forest-Spieler, der extra eine Feuergrube im Erdgeschoss gebaut hat. Kelvin, wo bist denn du? Kelvin? Kelvin? Da. Guck mal, wie er ankommt. Kelvin, komm mal mit. Wir gehen jetzt mal Bäume fällen. Also schwerpunktmäßig du und ich werf die dann hier runter. Auf geht's. Und die Lager habe ich auch schon mal umgesetzt hier zur Seite, weil hier vorne soll ja unsere Terrasse ran. Und wir werden das Haus auch nicht mehr vergrößern, ne, von der Grundfläche, weil es dann eben nochmal schwieriger wird mit den Stützpfeilern. Wir lassen das jetzt so. Nimm mal ruhig mit. Kelvin, kommst du? Wir wollen hier rauf. So, irgendwie sind aber noch keine Bäume übrigens bei uns nachgewachsen. Ich habe gesagt, die Baumstümpfe verschwinden auch von alleine. Die muss man nicht wegmachen, stand in irgendeinem Kommentar. Ich habe trotzdem immer durch mal so einzelne weggemacht hier. Auf dem Weg nach oben. Also hier sind schon, also einige habe ich schon weggemacht. Aber wie gesagt, bis jetzt ist noch nichts nachgewachsen und wir sind ja schon weit über Tag 30 raus. Wir sind glaube ich schon am, weiß nicht, welchen Tag 42, Tag 43 hier. Und trotzdem ist noch nichts. So, Kelvin, pass mal auf. Noch geht's nicht los. Ich fälle erstmal einen Baum, aus dem ich unser Virginia. Virginia! Weißt du, wenn ich so mit der Axt hier so am Baum, dann sollte man sich da nicht direkt so daneben stellen. Ja, nee, genau. Du musst da ein bisschen zur Seite gehen. Das ist gefährlich. Ja, auch nicht in die Richtung! Juckt sie nicht. Wir haben dafür irgendwas erschlagen. Das isst sie gleich wieder. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich will mal wissen, ob wir einfach mal zwei Stück von denen aufeinander stellen können. Nee, das lässt er uns so nicht machen. Okay, das geht nicht. Da müssen wir es anders machen. Dann machen wir es so. Hopp. Wir kriegen, glaube ich, schon Besuch. Ein Baum gefällt. Haben wir schon Leute angelockt. Kelvin weiß, was gleich passiert. So, halt in die Richtung. Hopp. Super Sache. Das nehmen wir. Seilrutschenkanone raus. Nachladen. Müsste passen. So gut, Leute. Ich mag das Geräusch. So, mach die mal da so ein bisschen an die Ecke. Fupp. Fallen die hoffentlich hier unten gleich rein. Super, Kelvin. Jetzt geht's los. Virginia, du hältst Wache. Die ersten haben schon gerufen. So, Kelvin, das Ding kannst du ja jetzt nicht fällen. Dann können wir mir jetzt sagen, leg los hier oben. 20 Meter. Attacke, am besten gleich mal hier vorne. Kelvin, ich hoffe, du bist noch dran. Ein bisschen was mit dem Unkraut weg hier. Ja, da kommt er. So, Kelvin, hier oben. Legst du los? Oh, es blendet gerade extrem. Die Sonne scheint genau auf unserem Block. Beseitige 20 Meter. Du fängst schon mal an. Wir gehen einmal kurz durchs Nachbarcamp. Guck mal, hier auch. Ja, alles noch voller Baumstümpfe. Wir gehen einmal kurz bei den Nachbarn vorbei und füllen nochmal unseren Vorrat auf an Seilen. Dann hat Kelvin gleich die ersten Bäume gefällt. Können wir da schon mal was runterschicken. So. Mal gucken, vielleicht haben wir hier ein Täschchen. Können wir auch nochmal mitnehmen. Ich weiß gar nicht, haben wir hier noch Köpfe auf Vorrat? Köpfe haben wir, aber Taschen haben wir nicht mehr so viele. Und hier Klebeband, Midis nehmen wir gleich nochmal mit. Bisschen Muni. Und hier Stoff und Seile. Sehr schön.
Liegen auch noch ein paar Einzelne rum. Hier Konserven haben wir auch alle ausgeräumt. Deswegen, das ist immer gut. Wir werden uns ein schönes, großes Lager wirklich anlegen, dass wir auf unseren Touren, dass wir halt nach und nach wirklich richtig viel zu Hause auch haben. Hier in unserer ersten richtig sicheren Basis. Das ist dann unser Ausgangspunkt. Weil dann brauchen wir gar nicht immer so viel auf Touren gehen. Wenn man, vor allem, wenn das dann rundherum mit Seilrutschen verbunden ist. Also nicht mit so kleinen Transportseilrutschen jetzt hier für die Arbeit, sondern wirklich mit unseren richtigen Seilrutschen, die wir dann nutzen. Da oben möchte ich schon die erste übrigens haben. Da drüben. Oh, nee. Oder da. Guck dich mal diesen einsamen Baum auf der Insel an. So als Zwischenstation oder dahinter vielleicht sogar. Vielleicht können wir, fahren wir dran vorbei. Dass wir uns da drüben, weil ich will ja nämlich dann die Baumplattform hochziehen, dass wir so ein paar Bäume einzeln stehen lassen. Also ruhig ein bisschen freiräumen, dass die so relativ frei stehen. Da kommen dann immer Baumplattformen ran, die großen. Und dann Seilrutsche rüber auf eine Baumplattform. Von der Baumplattform Seilrutsche zur nächsten Baumplattform und so weiter. Und so überbrücken wir das hier. Wir haben Besuch, Kelvin, du hast aufgehört zu arbeiten. Kelvin? Wo denn? Wo kriechen sie durchs Unterholz? Ach! Hier! Der kriecht gar nicht durchs Unterholz! Der Dicke ist da! Der Waldschrat! Nein, 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 nein! Lass! Geht das schon wieder auf Kelvin los? Und auf Virginia? Lässt du das sein? Kriegt Kelvin auch noch einen Fußtritt ab? Aufpassen, dass er... Oh, Virginia, schieß! Oder geh aus dem Weg. Nur aufpassen, dass wir jetzt keinen von unseren eigenen Leuten hier erwischen. Aus Versehen. Das wäre ganz böse. Oh. Ja, ich dachte, ich wäre vorbei. Nochmal einer. Haben wir ihn. So. Okay, euch geht's beiden gut. Auf die Füße. Den habe ich gar nicht gesehen. Der Waldschrat um die Ecke. So, Kelvin, weiter geht's. Ich schick die Bäume los. Hopp. Hopp. Noch wieder ein bisschen hoch angebracht. Sag mal, Entschuldigung. Gehst du mal los und holst dir deinen eigenen Baum? Glaube wohl. Virginia, pass mal auf. Hier, die Baumdiebe sind wieder unterwegs. So, super. So, Kelvin lässt sich aber auch nicht beirren, dass die hier rumläuft. Das ist sehr schön. Guck, ob die da unten sich gleich einladen oder nicht. Na komm, ab, ab. Doch, ein bisschen, ich will einen kleinen Tick niedriger anbringen, dass wir nicht springen müssen. Dann wäre es wirklich optimal. Kelvin. Aber so geht's auch noch. Hopp, hopp. Einfach super, Leute. Das ist so, so gut. Dann mal ratzfatz die Lager wieder voll. Kelvin, schmeißt die nicht alle so weit weg, ne? Guck mal lieber, dass die Bäume in die richtige Richtung umkippen. Das sieht gut aus. So, wir müssen gleich mal unten gucken, ob die sich auch einsortieren da. Oder ob die auch alle auf dem Boden liegen bleiben, weil dann müssen wir Kelvin gleich mal stoppen. Sonst haben wir zu viele dann auf dem Boden, dann despawnen nachher einige. Oh, oder Moment, oder wir stapeln hier oben zur Not schnell mal ein paar auf. Dann zählen sie nicht mehr als frei auf dem Boden rumliegende. Hopp. Kelvin, Kelvin, Kelvin! Ach, Strukturschaden ist ja noch aus, ne? Hab ich noch gar nicht wieder angemacht. Aber gut, ich wollte auch eigentlich warten, bis unsere Festung wieder steht, so wie sie ist. Jetzt hätte uns Kelvin jetzt das Ding umgerissen hier. Ah, ich habe schon auseinanderfliegen sehen. Strukturschaden habe ich noch gar nicht wieder angemacht. Glück gehabt, Glück gehabt. Wobei, die allermeisten von euch sowieso, eigentlich haben alle das geschrieben, lasst Strukturschaden insgesamt aus. Das verdirbt einem sonst den Spielspaß. War im ersten Teil am Ende ja auch so tatsächlich. Habe ich auch schon mal gesagt, dass die Mutanten dann wirklich alles innerhalb 2 Sekunden kaputtgeschlagen haben. Wirklich alles. Also da war auch so eine Palisade, ein Witz. Da kamen diese Dicken an, die haben einmal draufgehauen. Dann sind die Baumstämme auseinandergeflogen und auch gleich 5, 6 Stück. Und dann haben sie da innen drin auch die Pfeilen zerschlagen und so. Und auch an anderen Sachen, also die haben an alles auseinandergenommen einfach.
Wenn das, und da ihr geschrieben, das ist, also ihr habt schon geschrieben, das ist hier genauso, die sind hier genauso stark am Ende, die stärkeren Mutanten. Das heißt, die kommen dann auch vorbei und schlagen einfach so einen Palisadenball in Stücke. Aber wir gucken mal, wie wir das machen. Ich will auch schon sehen, ob unsere Verteidigung, was unsere Verteidigung so kann, wie am Anfang halt. Da, weil das ging ja wirklich gut. Da musste ich nur ab und zu mal rum und mit dem Bauhammer so auf die paar Spikes drauf. Die schießen ja alle übers Ziel hinaus irgendwie so ein bisschen. Ein paar sind gelandet hier in den Lagern, die am nächsten dran stehen. Aber ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall liegen sie da oben alle. Oder schon halb im Haus drin. Hopp. Ja, vielleicht sind nicht alle angekommen, so wie es aussieht. Obwohl, doch, könnten alle sein. Das Lager, wir hatten ja gar keinen Baumstamm mehr im Lager. Ne? Das erste Lager ist voll, das hinterste war voll 6. Ja doch, die sind alle hier unten angekommen. Aber die fallen da nicht rein. Macht aber nichts. Achso, was mache ich denn hier? Warum fahre ich nicht zurück? Dü-dü-dü. Müssen wir doch auch von hier oben irgendwie so ranspringen können, oder? Ah, nicht, wenn ich so eilig laufe. Dü-dü-dü-dü. So, von hier. Ja, sehr schön. Und wieder zurück. Ich finde das so gut. Ich freue mich auch wirklich schon auf unsere Seilrutschen, die um die Karte gehen. Das wird dann so gut. Und vor allem, das war auch wirklich schön, dass man ja auch hört, dass sie einen Motor hat. Selbst wenn wir die Baumstämme dran machen, hört sich noch an, als wenn die Baumstämme auch alle mit einem einzelnen kleinen, mit so einem kleinen Dingshalter laufen, der einen Motor dran hat. So, Kelvin, ich sehe, du legst schon wieder richtig los. Ich stapel hier noch mal ein paar auf, zur Sicherheit. Kelvin, ich glaube, reicht. Du gehst zu weit nach da hinten, mach lieber hier vorne weiter. Ah, Leute, super. Super, super, super. Wir haben jetzt schon wieder genug, um am zweiten Stock oben, am ersten Stock oben den ganzen Rahmen aufzuziehen. Wirf schon ein bisschen nach da vorne. Können wir Kelvin ein... Ah, das können wir wahrscheinlich nicht sagen, ne? Das wäre natürlich auch cool. Wenn man sagt, hey, Kelvin, häng die Baumstämme an die Seilrutsche. Das wäre natürlich sehr cool. Kelvin, letzter Baum für heute. Für jetzt erstmal. Auf jeden Fall. So, Kelvin, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Folge mir mal. Ich möchte mal was ausprobieren. Gucken, wenn wir uns hier in der Nähe der Seilrutsche aufhalten, ob wir dann irgendwie einen Befehl geben können. Nutze Seilrutsche oder irgendwie sowas. Komm mal her, Kelvin. Du holst mal Stöcke und mir geben, Folge mir fallen lassen. Nee. Na gut, dann einfach... Nee, nicht Stöcke. Ach, Mist. Mist, ich war auf Stöcke. Ne? Dann kein Wunder. Stöcken kann man ja mit der Seilrutsche eh nicht schicken. Stück weg, Kelvin. Kelvin. Jetzt will er sich wieder nicht mehr ansprechen lassen. Kelvin! Halt, das war falsch. Du sollst Stämme holen. Ah, war auch schon wieder falsch. Aber jetzt rennt er wenigstens in die richtige Richtung. Kelvin, komm hier rauf. Und nochmal. Vielen Dank. Bin gerade in einer schweren Kommunikation mit Kelvin. So. Stämme. Nee, er kann nur mir geben, folge mir oder fallen lassen. Dann lass die bitte hier oben fallen. Dann sammelst du wenigstens alles hier ein bisschen näher ran an die Seilrutschen mit mir zusammen. Das ist doch auch schon mal gut. Ich hole die von ganz hinten vor. So weit läuft er bestimmt nicht. Zack, zack. Sehr schön. Das passt. Kelvin hilft mit. Hopp, hopp. Nimm natürlich erstmal die von hier vorne weg. Komm, Kelvin. Ein bisschen weiter darfst du schon laufen. Super, Leute. So. Oh, oh, hier ist ja noch richtig was. Sehr schön, da ist schon wieder riesige Menge zusammengekommen. Und mit der Seilrutsche ist einfach fantastisch. Ich muss sie nur noch mal einmal anders anbringen gleich, das nervt. Wir müssen die einmal anders anbringen, bisschen flacher, dass ich nicht hüpfen muss. Weil das von der Höhe kommen wir ja trotzdem noch gut an dann.
So, einmal rauf hier. Nee. Ja, wieder nehmen. Nachladen. Dann schießen wir sie mal so auf der Höhe. Das passt auch locker noch. Zack. Das ist einfach super. So, und räumen wir auch gleich mal ein bisschen ein wieder. Und da müssen auch noch mehr Lager dazu. Das Feuerholz. Hier ist vorhin liegt auch einer. Das Feuerholz muss halt hier noch wieder weggestapelt werden. Das möchte ich aber vorne auf der Terrasse haben. Deswegen habe ich das noch nicht. Warte mal, wir machen das mal so, dass du eher hier ankommst. Dann fallen wir jetzt hier vorne runter und schießen nicht so übers Ziel raus. Zack. Oh ja. Die schießen ordentlich übers Ziel raus. So, wie gesagt, hier müssen noch zwei Holzlager mehr dazu dann. Dass wir wenigstens wieder acht haben. Und dann kommen eh noch welche außen auch an unsere Palisade dann. Zap, zap. Nimm schon mal hier die. Einfach super. Einfach nur super, die Seilrutsche. Das macht so eine Laune damit. Aber ich überlege, wie lange das jetzt gedauert hätte, die alle hier runterzuschleppen. Komm, machen wir doch auch nebenbei schon mal ein bisschen weiter am Haus. Halt. Zack. Bis ganz hinten ist keiner geflogen. Virginia, lass Calvin doch da oben nicht alleine. Du bist doch extra da. Du kannst doch Calvin da oben nicht alleine lassen. Du hast die Waffe und du weißt, wie man kämpft. Calvin weiß das nicht. Oh nein, Babys! Erstmal besser ein Baumstamm drauf. Ja, Virginia, ich hab's gesehen. Die ollen Krabbelfiecher. Und die haben glatt die offene Tür gefunden. Schieß, Virginia, schieß! Oh, vorbei. Oh, die Ausdauer. Ausdauer, Ausdauer, Ausdauer. Oh, ein Babyangriff. Der krabbelt auch noch rum. Ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Das kraucht noch rum. Ich höre noch eins. Ihr kleinen Ekelviecher. Ja, die sind zu klein. Die bleiben unter den Stacheln natürlich hängen. Aber sobald sie so ein bisschen anfangen rumzuhüpfen, geraten sie da auch rein. Die haben wenigstens mal die Tür gefunden. Also müssen wir die Türen in Zukunft, wenn wir zu Hause sind, dann doch mal zumachen. So. Alles klar. Wieder zurück nach oben. Nächste Ladung und dann bauen wir erstmal ein Stück weiter hier. Weil jetzt haben wir genug, um auf jeden Fall den Boden hier zu verlegen. Kommen wir da so ran. Kommen wir. Guck mal, wie fleißig der schon war in der kurzen Zeit. Calvin, du bist super. So. Sehr schön, wir brauchen noch nicht mehr hüpfen. Zack, zack. Nächste Ladung. Sehr schön. Wenigstens so kann man das auch machen. Wenn er schon wieder an die Seilrutsche hängt, können wir ihn wenigstens die Baumstämme zur Seilrutsche bringen lassen, hier in die Nähe. Trotzdem wäre es cool, liebe Entwickler, vielleicht so für ein zukünftiges Update, Calvin nochmal die Möglichkeit geben, dass er die direkt da ranhängt. Ist doch, kann doch nicht so super schwierig sein. Weil er hat ja schon die ganzen Möglichkeiten. Er kann ja schon viel mit den Baumstämmen. Ihm nochmal ein anderes Ziel zuzuweisen. Dass er die Seilrutsche irgendwie dann auch als Behälter einfach erkennt und dann das da reinräumt. Wahrscheinlich kann er sie nicht so hoch werfen, ne? Der lässt die immer so fallen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass er die da nicht rangehängt bekommen würde. Ich weiß noch nicht, wo Calvin so zielstrebig hingerannt ist. Ich habe schon die Sorge, Calvin rennt jetzt in die Basis und räumt die Baumstämme, die ich runterschicke, wieder hier hoch. Nee, er rennt einfach nur so ein bisschen rum. Calvin, lass gut sein. Diese Baumstämme brauchst du nicht verfolgen. Diese Baumstämme brauchst du nicht verfolgen. Calvin, Calvin. Er ist schon wieder ein bisschen orientierungslos. Calvin, ist gut jetzt. Geh mal. Aber mach einfach mal hier eine Pause. Komm, setz dich einfach mal einen Moment hin. Ich hole dich gleich ab. Dass du hier draußen nicht alleine sitzen musst. Wir nehmen ihn gleich mit zurück. Dum, dum. Guck mal, wie schnell das aber jetzt wirklich auch ging. Mit so einer Riesenladung Baumstämme. Ich überlege, wie lange ich dafür vorher gebraucht hätte, das Offscreen da runterzuschleppen. Immer zwei Baumstämme über einen Hügel werfen, 3 Meter weiter. Das ist so eine unglaubliche Verbesserung.
Und ich hoffe trotzdem, dass mit dem nächsten Update immer noch der Holzschlitten reinkommt, weil das wird es nochmal besser machen fürs Einsammeln. Wenn wir jetzt hier oben noch mit dem Holzschlitten rumeiern könnten zusätzlich, das wäre richtig gut. Immer gleich so 8 oder 12 Baumstämme einladen und zur Seilrutsche rüberbringen. Aber so geht's auch. Mal wieder ein Stück weiter nach vorne. Weil das wäre ja vorher die Methode, ne? So habe ich das ja vorher gemacht. Wenn man sieht, allein wenn er das hier... Das wäre... Wäre schon wieder eine Aufgabe für mehrere Ingame-Tage geworden. Zack. So. Da-dum. Da-da-da-dum. Sehr schön. Ich glaube, wir gucken auch erstmal, wie viel da unten schon wieder angekommen ist. Und die hier oben, die stapeln wir einfach nochmal auf, schnell. Sind sie auf jeden Fall sicher und die spawnen nicht. Zack. Das finde ich auch super, dass man die dann so einfach zu Not wenigstens, ne, dass man das überall aufstellen kann. Wenn schon nicht so viele Objekte auf dem Boden liegen können. Stöckchen können wir noch ein paar mitnehmen. Alles klar, ab nach unten. Dach gedeckt. Mal sehen, ob es auch noch hält, wenn das komplette... Erdgeschoss wieder gedeckt ist. Sehr schön. Die sind jetzt hier vorne liegen geblieben, so wie ich mir das vorgestellt habe. So, auf nach oben. Was ist denn hier los? Ach, das ist auch noch einer von den Losen. Oder ich finde, wenn man jetzt so reinkommt, schon in unseren großen Raum unten, finde ich das schon schön. Das muss doch irgendwie so ein kleiner Ankommenbereich sein. Auch oben wird aber richtig gewohnt dann. Und trotzdem kriegt das da unten so einen kleinen Ankommenbereich. Mit dem Tisch können wir das, glaube ich, schon so lassen. Feuerstelle unten noch rein, Beleuchtung natürlich noch rein und mehr Regale, viel, viel mehr Regale noch. Dass wir noch ein bisschen besser durchsortieren können. Hatte ja zwischendurch ganz kurz sogar die Überlegung gehabt, so viele Regale aufzustellen, dass wir für jeden Gegenstand ein eigenes Regal haben. Aber es wird, glaube ich, ein bisschen viel. Aber vielleicht so, dass wir 2 oder 3 Sachen maximal pro Regal haben, die so ein bisschen zusammengehören. Dass wir das Klebeband und die Seile zum Beispiel in ein Regal packen würden und... Keine Ahnung, jetzt die ganzen Lebensmittel. Wir haben eh schon ein bisschen durchsortiert. Aber noch ein bisschen feiner dann. Zap. Guck mal, Leute, wie schön das vorwärts geht. So, guck mal, können wir hier drüben auch schon mal anfangen. Hier müssen wir ja dann... Nee, müssen wir gar nicht. Müssen wir gar nicht. Wir müssen unsere Lager da vor allem dann gleich wegnehmen. Oder überhaupt wegnehmen. Jetzt nicht gleich, aber wegnehmen. Dass wir die Terrasse da vernünftig ziehen können. Yep. Und wir müssen mal... Kelvin! Schön, dass du hier bist. Das finde ich gut. Dann... Ja, genau. Das finde ich super. Er macht hier auch von sich aus Pause. Wir gehen auch mal was trinken. Und geht unsere Wasserflasche, wenn sie nicht voll ist. Die ist sogar leer, gleich nochmal auffüllen. Und dann geben wir nochmal einen Happen essen. Hoffentlich ist ein bisschen was vom Fleisch durchgetrocknet. Dann können wir gleich direkt was futtern geben. So, einmal auffüllen. Die Ausdauer ist die ganze Zeit auch so niedrig. Kann kaum 2 Meter laufen. Prost. Und gleich noch einen Schluck hinterher. Guck mal, es fällt mir, ist mir jetzt erst aufgefallen, wenn wir nur die Hand reinhalten zum Trinken, die war ja gerade noch ein bisschen Blut verschmiert. Jetzt ist es wieder sauber. Das ist natürlich auch gut. Das reicht schon, die Hand, wenn er so ein bisschen ins Wasser hält. So. Und was essen wollten wir noch schnell. Autsch. Frisches Essen kommt auch noch wieder vorbei. Ja, da hat unsere Spike-Wall auch schon hier und da ihren Vorteil. Wir müssen das nicht mehr selber unbedingt machen. Und wenn wir Glück haben, quietscht es auch nicht mehr. Dann ist es gleich schon reingelaufen. Brauchen wir nur noch hinkommen und einsammeln. So, dann schmeißen wir davon gleich was auf den Grill. Zack, bisschen was aufs Feuer. Da hoffe ich auch, dass noch mehr Sachen reinkommen. Und verschieden, dass wir noch andere Arten von Lagerfeuern kriegen. Oder so eine Art kleinen Kamin oder sowas. Oder vielleicht sogar sowas wie ein Kochtopf wäre cool. Oder eben so einen kleinen Grillrost, den man hier draufpacken könnte noch. Wenn man sowas irgendwo finden könnte auf der Insel halt. Weil herstellen können wir es ja irgendwie selber nicht.
Aber dass man sowas einfach findet. Weil irgendein Campingplatz, es gibt ja genug hier, wo wir schon Zelte gefunden haben, dass da irgendwo so ein einfacher kleiner Grill rauskommt oder so ein kleiner Kugelgrill oder sowas, den man mitnehmen könnte. Um ihn dann in seiner Basis aufzustellen. Und fürs Haus einen Kamin und noch mehr Möbel. Außer die Bank und die Knochenmöbel. Und Teppiche aus Fell. Wir haben noch so viel Fell, dass wir Teppiche davon machen können. Das können wir das sogar. Ich habe noch nicht geguckt. So. Ach, herrlich. Ist gleich noch eins. Super, uns geht's wieder gut. Weiter geht's. Komm, hier machen wir mal die Seite ruhig mal zu. Zack, zack. So, und hier müssen, hier oben machen wir die Etage ja dann auch höher. Wahrscheinlich um halb. Vielleicht auch wieder nur um ein Viertel. Das ist, überlegen wir dann während des Bauens. Aber ich will da schon Platz nach oben haben. Deswegen würde ich sagen, wir erhöhen das um den halben. Allein wegen den Deckenlampen, die es gibt, dass wir die vernünftig aufhängen können. So, Leute. Dach hält noch. Also brauchen wir keine Stützfeuerlauten drin. Laken hat mit dem Dach nichts zu tun. Dann immer noch. Also dann erst recht keine Ahnung, woran es jetzt liegt. Dass wir manchmal die Pfeiler wegnehmen können, manchmal nicht. Gucken, wie es hier oben im ersten Stock läuft. Wie haben wir schön Platz. Die unten finde ich schon richtig. Das finde ich irgendwie. Allein das bisschen, das ist schon richtig gut. So. Dann so ein paar einzelne über jetzt. Kleines Stück noch, Leute. Dann ist das Dach gedeckt vom ersten Stock. Und das Erdgeschoss damit einigermaßen auch schon wohnlich. Türen noch rein. Dann passt das. Und Fenster natürlich auch noch. Zack, zack. Sehr schön. Hier noch einer. 1, 4, 5, 7, 8 Stück noch. So, fertig ist die Seite. Warte, machen wir mal hier, sonst fällt er vom Dach. So. Noch einer und da noch zwei Bretter. Fertig ist unser Erdgeschoss. Wieder neu. So. Ah, Kevin, Vorsicht! Kannst du ihn nochmal hochreichen? Na gut. Ich hole ihn selbst. Sehr gut. Und hier können wir jetzt die Bretter nur anders rüberlegen, ne? Weil hier haben wir keinen Stützbalken. Und wenn ich da einen Stützbalken reinmache, dann kommen wir die Treppe nicht mehr hoch. Oder wir lassen so offen, so weit offen. Ist auch okay, kommt ein kleines Geländer oben drum dann. Ich würde sagen, passt auch. Machen wir so. Lassen wir da unten komplett. Lassen wir also das so weit offen. Den Treppenaufgang. Passt. So, okay. Dann geht es hier oben gleich weiter. Stützpfeiler einmal außenrum. Können wir die da eigentlich nicht. Doch. Gleich mal so ein paar draufwerfen hier. So, kommen wir mal ein bisschen vorwärts. Ja, lass mich rauf. So, das heißt, dann gehen wir hier einmal jetzt komplett außen rum schon mal wieder. Dann haben wir doch das schon fertig, den Rahmen für oben. Dann einmal querstreben oben rein und dann die Erhöhung drauf. Sehr, sehr schön. Mal gucken, ob wir dann auch oben vielleicht noch einzelne Räume abteilen, so ein bisschen. Unten würde ich sagen, lassen wir es alles so groß und offen. Hier oben mal gucken. Obwohl, eigentlich würde ich das auch schon gerne irgendwie als. Na, mal sehen, vielleicht machen wir ein paar kleine abgeteilte Bereiche irgendwie. So was ein bisschen aufteilen zwischen den offenen Wohnbereich und dass wir so unsere Betten so ein bisschen
einzeln stellen. Kommen auch drei Stück auf jeden Fall, dass jeder auch sein eigenes hat. Vielleicht erkennen sie dann auch endlich die Basis hier als den Unterstand. Vielleicht brauchen die doch jeder auch ein eigenes Bett dann. Damit die KI das erkennt. Aber das Zelt, da reicht ja auch, wenn wir nur eins aufstellen. So. Sehr schön, Leute. Ich bin zufrieden, wie gut das läuft. Zack, zack. Achso. Ah, ich hab's geahnt. Also hier mal eine Lücke lassen, um raufwerfen zu können. Zack. Wahrscheinlich fallen da die Hälfte so die Treppe runter, ne? So. Okay. Super Sache. So, jetzt kannst du hier wieder hin. Den kriegen wir so nicht aufgesammelt. Einmal rum sind wir schon. Oh, wie gut das vorwärts geht. Alles dank der super Seilrutsche. Zack. Guck mal, Dach ist gedeckt. Erster Stock auch schon gut vorbereitet. Das läuft. So, jetzt haben wir schon wieder nichts mehr. Wie schnell das aber auch wieder verbaut ist, ne? Trotzdem. Aber wir haben ein gutes Stück geschafft. So, ach ja, genau. Wir machen ja hier hinten, muss ja noch unsere Turmerweiterung eingeplant werden. Das müssen wir, ja, wir müssen erstmal hier, wir fangen erstmal hier an, Leute. Wir fangen erstmal hier hinten an, weil wir ja hier in dem Abschnitt noch den, ja, machen wir ihn in dem hinteren Bereich hier? Ja, ich glaube schon. Und zwar, hier braucht man doch nochmal Pfeiler. Jedenfalls wenigstens hier. So. Weil, da muss ja unser Turmausbau hinkommen und der soll dann eben 2x2 hier. So. Obwohl, da können wir schwer mit den Treppen arbeiten dann, ne? Wenn wir jetzt hier eine Treppe haben, kommen wir da auf den Boden raus. Ach nee, das geht nicht. Oder müssten wir, es gab doch auch diese, gab es nicht, es gab auch so andere Treppen, ne? Oder gab es nur diese eine Sorte Treppen? Nee, es gab nur diese, wir können nur die bauen, ne? Mal ganz kurz gucken nochmal, doch nochmal einmal durchs Buch. Fangen wir ganz vorne an. Nee, hier sind gar keine vorgefertigten Treppen dabei gewesen. Hm. Nee, da müssen wir unseren Turm größer machen. Dann muss der, dann muss unser Turmabschnitt, das kann ich jetzt nicht, warum kann ich den oben nicht weg? Ach so. Hm. Dann muss unser Turmabschnitt ein größer werden. Das heißt, hier, erstmal machen wir eine Deckenhöhe von 1,5 überall, sowieso. Und innen drin muss aber, wie gesagt, müssen wir mal ein paar von denen hier wegnehmen, kurz was ausprobieren. So. Das muss, weil wir müssen hier drin ja damit feiern, aber wenn wir noch weiter nach oben wollen hier, an einem Teil, dass wir hier, wie gesagt, unseren Turm rausziehen, unseren Turmaufbau. Und trotzdem soll es aber noch zu dem Raum, das soll, ne, es muss trotzdem alles ein Raum sein, wo dann einfach hier die Treppen verlaufen. Das heißt, wir könnten hier eine Treppe hinmachen, dann kommen wir hier auf einer Plattform raus, drehen uns rum, Treppe auf der mittleren Höhe wieder, wir müssen immer auf der Mitte die Treppe haben, dann nächste Etage, zack, rum. So können wir im Kreis hier ein Treppenhaus hochziehen. Immer in der Mitte kommen die Treppen. Nächste Etage rum. So kriegen wir hier ein Treppenhaus reingezogen nach oben dann. Und dann können wir hier einen Turm draus machen. Okay, also wir müssen also auf 3x2 gehen. 3x2 für die Turmfläche nach oben. Ja, das heißt, das ist dann unsere erste Etage hier oben. Und das wird der Turmaufbau dann. Okay, wir brauchen noch deutlich mehr Material. Kelvin, bist du bereit, nochmal 20 bis 40 bis 80 Meter abzuholzen?
in der Nachbarschaft. Wir brauchen noch ein bisschen Material dann. Das machen wir aber in den nächsten Folgen, würde ich sagen, ihr Lieben. Wir haben wieder einiges geschafft. Die Seilrutsche macht einfach eine Riesenlaune. Und da oben ist ja noch ein bisschen Holz, ist noch da. Ein klein wenig werde ich auch wieder offscreen noch arbeiten, dass wir unsere Lager voll haben bis zum nächsten Mal. Und dann richtig loslegen können. Und dann machen wir auch nochmal einen kleinen Ausflug nebenbei, dass wir nicht nur Baufolgen haben. Wobei ihr gesagt habt, alle geschrieben habt, also finde ich auch super das Feedback, dass euch die Baufolgen echt gut gefallen. Und dass sie auch gemütliche und entspannte Baufolgen. Und dass es auch einfach zum Spiel dazugehört. So, dass ihr einfach auch gemütliche Baufolgen mögt. Lieben, das freut mich unglaublich, denn mir macht es einen Riesenspaß, hier nach und nach zu werkeln. So. Okay, Lieben, wie immer vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.